Ich wollte mal ganz kurz ein bisschen Real Talken aus dem DX Racer hier ganz kurz. Ich wurde gerade mehrfach gefragt, wie mein Campingurlaub gewesen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Alter, dieser Urlaub hat mir anders gut geschmeckt. Nicht nur, weil es einfach extrem geil ist, mit so einem Van rumzufahren und sowas, sondern vor allen Dingen, weil ich ein bisschen Inspiration bekommen habe. Und ich weiß nicht, Leute, ich spreche das jetzt, obwohl wir jetzt, keine Sorge, Leute, ich spiele gleich Minecraft weiter. Ich möchte nur ganz kurz was mit euch ansprechen. Wie sehr fühlt ihr bitte hier sowas? Guck mal, passt mal auf. Wie sehr fühlt ihr bitte sowas? Ich finde nämlich sowas extrem geil, tatsächlich. Passt mal auf, warte mal. So. Passt mal auf, komm mal hier, passt mal auf. Schaut mal bitte, Leute. Ich habe hier nämlich Folgendes gefunden. Ich habe das nämlich jetzt mehrfach schon gesehen. Und ich werde das jetzt mal ganz kurz zeigen. Passt mal auf, ich habe die Frisur. Keine Sorge, Leute, die Frisur. Ich ändere sie tagtäglich. Mal habe ich sie unten, mal habe ich sie oben. Wie ich Bock habe, das passt. Guck mal bitte hier drauf. Alter, gut laut das Ding. So, schaut mal her. So. Das finde ich halt krank, weil es gibt eine große, große Community, Leute, die hingeht und sich eigene Vans baut. Das heißt, die gehen hin und bauen sich so ein komplettes Wohnmobil selber aus einem normalen Kastenwagen. Okay, gut. Schauen wir mal ganz kurz. Ihre Tour hier, guck mal. Sie hat hier ihre Bücher und sowas drin. Der Van sieht von außen halt komplett normal aus, aber von innen, Digga, ist das insane. Guck mal bitte rein. Okay, nice. So, man kann das hier... Das ist halt krank, Leute. Das finde ich halt insane, weil wenn man sich sowas selber baut, sie hat hier halt überall ihren Kram drin, so. Wisst ihr, was ich meine? Die hat einfach eine Hundebox. Und, ich muss ehrlich sagen, Leute, ich hab selber mit dem Gedanken gespielt. Tatsächlich sowas selber zu bauen. Also halt wirklich ein Van selber zu bauen und hinzugehen, eventuell so ein Ding mir selber anzuschaffen. Ja, also halt wirklich hinzugehen und sowas umzubauen. Jetzt ist natürlich die Frage, Leute, und die kommt natürlich auch wieder. Das ist halt schon nicht günstig. Bin ich ehrlich zu euch, meine Freunde? So ein Van ist halt geisteskrank teuer. Liegt halt einfach daran, dass, klar, erstmal der Van, der kostet an sich bestimmt, also wenn wir jetzt von einem Mercedes Sprinter reden, schauen wir mal ganz kurz. Mercedes Sprinter, ich habe ja schon mal ein bisschen geschaut. Gehen wir von einem Mercedes Sprinter als Basis aus, Leute. Dann reden wir hier von der Basis tatsächlich von einem Sprinter. Ja, $42.000 für den Cargo-Van. Das ist, glaube ich, der kleinste. Mercedes Sprinter. So, warte mal, wir können mal ganz gucken, was der in Deutschland kostet. Der Mercedes Sprinter hier. Ist so, glaube ich, das gängigste Modell. Es gibt sogar hier diesen Sprinter Tourer. Der hat schon den Vorteil, dass er tatsächlich Fenster drin hat und sowas. Und der eignet sich für den Umbau eigentlich auch ganz gut. Zumal er halt, wie gesagt, schon alles an Interieur quasi mitbringt. Also der ist schon mal nicht verkehrt, all die weil er halt einfach schon mal Fenster drin hat, ne? Jetzt muss man aber halt überlegen, Leute, das Ding, das Auto an sich, so ein Sprinter, ja, der ja perfekt dafür geeignet ist, der kostet halt schon mal um die 50.000 Euro. Und dann nochmal der Aufbau dazu, keine Ahnung, insane, Alter. Insane. Aber ich hätte voll Bock, sowas als Projekt anzugehen. Ich meine, so, das ist halt geisteskrank praktisch alles, was sie hier haben. Kaffeemaschine ist drin, hinten ein Bett. Und ich finde es halt insane, dass da wirklich ein Herd drin ist. Da ist eine Dusche drin. Da ist ein Bett drin. Ich meine, the fuck. Da ist einfach eine Dusche drin, Leute. Also ist halt schon krass, ne? Toilette ist da mit drin. So, also da ist halt ein Klo mit drin und eine Dusche. So, und dann ist da hinten ein Bett und dann noch ein Dachzelt dazu, Alter. Anderes Leben, Junge, anderes Leben. Wollte ich nur mal abgecheckt haben, so, was ihr davon haltet, Leute. Keine Ahnung, also, fände ich schon echt interessant. Muss ich mich mal mit auseinandersetzen? Ich habe ja schon mit Opel so, ich habe ja gerade mit denen was gemacht, gequatscht. Vielleicht geht's da sowas, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken.